Der Lexus LFA. Ein Supersportler der Extraklasse. In Deutschland mit bisher 13 verkauften Modellen nur rares Sammlerstück. Doch mit seinem Preis von über 300.000 Euro ist das Fahrzeug auch gewiss kein Jedermann-Auto. Jedes einzelne Detail ist wohl überlegt und perfekt auf das Fahrzeug zugeschnitten. Dynamik pur. Der langgezogenen Front steht ein kurzes Heck gegenüber. Beim LFA verzichtet man komplett auf einen Schaltknauf. Der Gangwechsel ist, in typischer Sportwagenmanier, nur über die Schaltwippen am Lenkrad möglich. Im Heck fährt ein beachtlicher Spoiler aus und gibt der äußeren Dynamik so den letzten Schliff. Die imposanten Lufteinlässe an Front, Seite und Heck beeindrucken schon auf den ersten Blick. Mit seinem 4,8 Liter V10-Motor und seinen 560 PS erreicht der LFA 325 km/h Spitze. Den Sprint von 0 auf 100 legt der Supersportler in nur 3,7 Sekunden hin. Das sequentielle Sechsganggetriebe sitzt direkt an der Hinterachse. Zusammen mit dem Wasserkühler und der Ölwanne konnte so eine ideale Gewichtsbalance von 51% zu 49% erzielt werden. Mithilfe der kohlefaserverstärkten Karosserie bringt es der Lexus LFA auf nur 1480 Kilogramm.